Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Raus aus dem Loch, zurück in die Örtlichkeit. Ja, mal schnell. Ging's da lang? Ja, es gibt, glaube ich, da lang. Noch schnell die Quest abgeben und gucken, was wir eigentlich für ein Schwert bekommen haben. Ja, unser Silberschwert ist schon wieder. Ja, kaputt. Wahnsinn. Es geht verdammt schnell. Oh, und es ist schade. Leider, leider, leider nicht so gut wie unser altes. Ja, reparieren wir einfach mal. Wir haben ja hier Gesellen. Wir könnten mal die Anfänger-Sets verbrauchen. Na, ist, glaube ich, relativ egal. So, können wir da noch eins draufpacken, oder? Man sieht halt auch nicht, wie viel kaputt ist, oder? Gar nichts. Na, dann lassen wir das natürlich. Und dann geht's auch mit der Hauptquest weiter. So. So stark war der Vierer-Trupp hier aber nicht. Also, hilfst du mir? Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Nein, alles in Ordnung. Ah, nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Danke. Ja, danke schön. Bis dann. So, was haben wir bekommen? Jawohl, Stufe 15, sehr geil. Wieder in der Mühle arbeiten? Ja, wahrscheinlich. Na und, was habe ich an Geld bekommen? Oh, nice. Nee, wir wollen den Charakter aufwerten, denn wir haben jetzt endlich hier einen weiteren Punkt frei, den wir belegen können. Was packt man denn da Schönes rein? Theoretisch? Genau, theoretisch kann ich jetzt hier das Blaue reinlegen. Das Gelbe oben. Was haben wir denn da Schönes? Da haben wir ja nur die drei. Pflanzen wir das rein. Und jetzt kann ich nämlich das Dingens hier austauschen durch ein gelbes, was ich nicht habe. Haben wir wirklich keine gelben Mutagene? Okay, dann war es wohl nicht so schlau, wie ich mir dachte. Da packt man hier wieder so ein. Na, wo ist der Cursor? Unsichtbar. Der spackt manchmal ein bisschen ab. Ach Mann. Immer das Gleiche. Ja, da ist die Einteilung irgendwie nicht so prickelnd gelaufen. So, was haben wir denn hier? 5 Angriffskraft. Haben wir doch stärkere, oder? Oder ich kann mir jetzt ein. Ja, das machen wir mal schnell. Wir schauen mal kurz in die Alchemie rein. Was haben wir hier noch? Ein Echidna-Absud. Können wir mit. Was ist das? Echidna-Mutagen? Überlege ich mir noch. Das ganze Zeug, wo ich eigentlich nie hernehme. Eigentlich schon ein bisschen traurig. Naja. So, können wir da wieder was bauen.
Ein großes rotes. Was echt, wir haben so wenige rote. Na, aber hier zumindest mal ein großes grünes. Ein großes blaues können wir uns auch noch mal kochen. Und ein gelbes gibt's gar nicht, oder wie, oder was, oder wo? Naja. Dann verteilen wir jetzt das Zeug hier nochmal schnell. Was haben wir jetzt hier? Plus 7 Angriffskraft, ja, dann können wir... Ach, das sind hier die speziellen Mutagene. Und das sind hier die... normalen, okay. Dann packen wir jetzt hier noch wieder das Blaue rein. Dass das verstärkt ist, genau. Und hier unten kommt wieder das Gelbe rein. Dann könnte ich mir eigentlich gleich mal ein zweites Blaues besorgen vielleicht. Oder was haben wir hier noch? Mittelschwere Rüstung. Leichte Rüstung. Schwere Rüstung. Was haben wir hier noch? Vergiftung. Adrenalinpunkte. Okay, das ist eigentlich alles Mist, würde ich mal behaupten. Okay, hier muss ich auch Punkte noch reindrücken, dass ich hier mal weiterkomme mit meinem Quen-Schild. Was haben wir hier noch? Chance auf Crit-Treffer noch erhöht. Das ist doch auch nice. Naja, lassen wir das Ganze mal. Ich packe mir hier kurz wieder die... kurz den... Wie kann ich Schmied hier, verhökern wir ein bisschen was. So, was haben wir denn da alles zum Verhökern? Das weg, das weg. Die ganzen Bolzen, die brauche ich eigentlich ja auch nicht. So, Quenelle kann eigentlich auch weg hier. Silberschwert. Wir haben genügend Platz, das behalten wir einfach mal im Inventar, was soll's. Wiedersehen. So, aber ich habe gerade noch was gesehen. Was macht denn hier unser neuer kleiner... Oh, Nebling ist es. Ne, den neuen haben wir hier schon. Bonuskräuter. Ne, ich will hier wieder Bonusgold. So, jetzt aber. Zacki, zacki. Und hier nochmal. Und jetzt geht's auf nach Hindersfjall. Na komm. Mein kleiner, dicker Esel. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Dürfte eigentlich gar nicht so weit sein. Jo. Oh, ne Erscheinung. Ach, ist nur eine 16er. Sagt er und bis ins Grab. Gras. Ja, nice. Was haben wir hier? Waffenreparaturset. Silberschwert-Troll-Absud. Ha, nice. Heute geht's rund. Oh, die ist besser. Aber die sieht... Ach komm schon, das ist doch... Das kann doch echt nicht wahr sein. Die sieht einfach so viel besser aus. Naja.
Jetzt müssen wir leider wirklich mal wechseln, ansonsten, ja. Wir werden uns demnächst vielleicht mal was Besseres herstellen können. Aber jetzt gerade nicht. Da können wir uns wieder hier die Lumpen anziehen. Wobei, das ist ja hier, das hier ist mittlere Rüstung, okay. Und das ist auch mittlere. Was ist dann schwere Rüstung? Hatten wir überhaupt noch nicht, oder? Auch mittlere Rüstung. Denn wir haben ja den Bonus drauf, dann wäre es eigentlich idiotisch. Also ich dachte mir gerade, die Rüstung mit der Platte dran, die müsste eigentlich schwer sein. Halt! Okay, was haben wir denn hier? Warum brauchst du so ein großes Haus? Lauter nette Leute. Du bist alleine. Statt es zu reparieren, solltest du nach Larvik kommen. Und was, wenn Feigling die Wahrheit gesagt hat? Wenn er uns nicht verlassen hat, sondern... Hör auf! Okay, neuer Punkt. Und da unten wartet schon unsere liebe Yennefer. Und da drüben ist Blut. Grüß dich, Yen. Gut, dass du da bist. Ich krieg schon Frostbeulen. Du hättest dich wärmer anziehen sollen. Mhm. Gleich nähst du mir Fäustlinge an den Mantel, hm? Können wir? Ja. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindarsfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Ja, da bin ich gerade durchgekommen. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Schwit, Panne, noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, doch da liegen sie. Und ich, lebendig und gesund. Vielleicht stand es in den Sternen. Leif Eriksson war das gerade. Leif, Sohn des Erik. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Ja, sehr höflich. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Ja, nee, wir suchen die junge Frau, genau. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid, sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben, vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Feigling? Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen. Bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Okay, der versucht... anscheinend seinen Namen wieder reinzuwaschen, oder wie? Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgwag tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Ja. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt?
Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Ja, auf zu Morgwag. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Hm, die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Na toll. Okay. Ich kann Morgwag besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgwag wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch, also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgwag und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Jo, dankeschön, ne? Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Gar keinen? Monsterschlechter. Meine Großmutter hat mir von dir erzählt. Okay, dann geht's mal auf zu Morgwag. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht, aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Boah, das stimmt wohl leider. So. Bin ich mal gespannt, was das für eine Bestie ist, aber ist schon interessant. Ich biete ihnen an, dass wir die Bestie erschlagen und die sagen, oh, wir wollen aber eigentlich nicht, dass da Fremde reingehen. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Der Werwolf schon wieder. Essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh. Ja. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Ja, dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Suche im heiligen Baum nach Spuren. Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Ja, speichern wir erstmal. Und dann kommt sowieso Morgwag. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wirst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja,
Das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Das ist doch schön. Ich dachte, du hättest Einwände. Ich? Bitte. Ich kann sehr umgänglich sein. Ja, genau. Was führst du im Schilde? Vieles. Wie ich die temerische Krone erringe und Kaer Morhen unter deinem Hintern wegverkaufe. Jetzt geh schon. Okidoki. Jetzt haben wir hier ein schönes Hackmesser und... Das jawohl. Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Schön hier in die Wurzeln rein, oder wie, oder was? Okay, ja. Aber wir sind ja schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Hier werden wir das nächste Mal einfach weitermachen und den Feigling suchen und danach schätzungsweise den Werwolf erschlagen. Hört sich nach Spaß an. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut.